Die dürfen Milliarden verschleudern. Und wo bleiben da eigentlich die Verantwortlichkeiten? Gab es irgendwo einen Rücktritt, der also irgendwie erwähnenswert wäre? Hat der Steinbrück oder haben Röttgers, haben die irgendwie etwas zu tun mit der Westdeutschen Landesbank? Wer hatte eigentlich in Sachsen das angerichtet und wer war das eigentlich in Bayern? Und wer ist das jetzt bei der, ich sage Norddeutsche Landesbank, die heißt etwas anders, aber dann ist es einfacher auszumachen. Da waren hochgelobte Finanzsenatoren von Hamburg, CDU und eben auch von Schleswig-Holstein, die waren da drin, Aufsichtsräte, da ist jetzt einer wenigstens zurückgetreten, Respekt, nachdem auch diese Bank Milliarden verzockt hat. Und an dieser Stelle möchte ich mal eines sagen, wenn dann die deutsche Bevölkerung liest, dass eine Kassiererin, die 31 Jahre gearbeitet hat, wegen 1,30 Euro entlassen wird und diese Ganoven laufen rum, obwohl sie Milliarden verschleudert haben, dann ist das Rechtsempfinden der Bevölkerung empfindlich gestört. Das ist wirklich empörend, was dort geschieht. Wirklich empörend. Und was mich auch empört, ist, dass diejenigen, die jetzt diese hunderte Milliarden, die wir gezwungenerweise bereitstellen, vergeben, dass das die Brandstifter sind. Die rufen, wenn es darum geht, was sollen wir mit den hunderten von Milliarden machen, rufen die Herrn Ackermann, dann rufen die den Chef der Commerzbank, dann rufen den Chef der Allianz und die sitzen zusammen und geben der Kanzlerin Rat, wie sie die Milliarden zu verteilen hat. Und dann, oh Wunder, landen 18 Milliarden eben mal für die Allianz, heißt in diesem Fall Commerzbank, und eben für die Dresdner Bank. 18 Milliarden mal eben so. Und der Staat erklärt, er will ja da gar nicht auf die Geschäfte einwirken. Und der das mitverbrochen hat, sagt, wir werden selbstverständlich ohne den Staat eben die Geschäftspolitik weiterführen. Ja, wo sind wir denn eigentlich? Hier sind eben wirklich die Brandstifter als Feuerwehrleute angetreten. Oder die Drogenmafia kontrolliert den Drogenhandel in Deutschland. Das ist doch alles unfassbar. Ich will hier nochmal einen Gedanken äußern, der viel zu kurz gekommen ist. Warum gibt es keinen Untersuchungsausschuss bei der IKB? Ich habe dort immer wieder darauf gedrungen, keine Milliarde in diese Privatbank zu geben. 10 Milliarden sind es saldiert gewesen, die in diese Privatbank gegeben wurden, die vom BDI kontrolliert wurde, nicht vom Staat. Aber die Mehrheit hat anders entschieden. Und dann wollten wir einen Untersuchungsausschuss, um mal klarzustellen, wer da eigentlich verantwortlich war. Und dann haben wir auf einmal im Handelsblatt lesen können, die FDP kann nicht zustimmen, weil die Finanzindustrie der FDP gedroht hat, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr keine Spenden mehr. Wir haben jetzt öffentlich gefordert, bei der Hypo Real Estate einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, weil doch geklärt werden muss, ob das Datum, das einen Tag nach Ablauf der Frist, wo also für die Milliarden auch bei der Hypo Vereinsbank hätte gehaftet werden müssen, die jetzt einem italienischen Unternehmen gehört, dass einen Tag danach der Staat plötzlich die Krise entdeckt hat und, wenn man so will, die Bürgschaften ausgestellt hat. Das muss untersucht werden. Und wenn die FDP jetzt wiederum sagt, ja, das muss geklärt werden, dann werden wir jetzt einen Antrag auf Untersuchungsausschuss einmal stellen. Aber ich bin nicht sehr optimistisch. Wir hatten ja vor kurzem die Veröffentlichung der Spenden. Da hat die Deutsche Bank gespendet, 100.000, 200.000, die Commerzbank 100.000, die Finanzindustrie hat sie alle bedient, mit Ausnahme der Linken. Alle sind bedient worden. Und da sage ich in Erinnerung an einen konservativen Denker des letzten Jahrhunderts, wir brauchen keine Demokratie der gekauften Parteien. Die brauchen wir nicht, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb gehört zur Regelung der Finanzkrise auch, Parteispenden zu verbieten, Parteispenden von der Finanzindustrie und von Großunternehmen. Ihr glaubt doch nicht, dass zum Beispiel die Hunderte von Millionen, die in Amerika für den Wahlkampf ausgegeben worden sind und die teilweise von der Finanzindustrie kamen, dass die einfach nur so rübergeschoben wurden.
Da hat vor einiger Zeit zum Beispiel, das ist schon einige Jahre her, die Süddeutsche Zeitung einmal geschrieben, der gekaufte Präsident. Sie saldierte dann all die Spenden, mit denen der Präsidentschaftswahlkampf geführt worden ist. Das muss doch mal zumindest von der Linken angesprochen werden. Solange die Politik von der Industrie finanziert wird und von der Finanzindustrie finanziert wird, ist sie nicht frei, kann nicht selbstständig entscheiden. Und deshalb hat diese Finanzpraxis endlich demokratischen Kontrollen zu weichen. Es ist überhaupt interessant, wie sich jetzt diejenigen aufspielen, die in der Vergangenheit all die Weichen gestellt haben hier in Deutschland, um die Krise eben überhaupt erst möglich zu machen. Und da ist ein verdienstvoller Artikel heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich wage es ja kaum zu sagen, ist also nicht die Artikel, in denen ständig erklärt wird, wir seien europafeindlich und seien nur eine Minderheit sehr europafreundlich. Nein, ich rede jetzt mal von einem Artikel auf Seite 2, wo also deutlich gemacht wird, dass eben die Koalition und die rot-grüne Regierung all die Finanztransaktionen erlaubt hat, die die Krise erst in Deutschland in dieser Form eben zum Ausbruch haben kommen lassen. All das haben die zu verantworten. Rot, Grün, Schwarz, Gelb. Sie alle, ohne Ausnahme. Sie haben die ganzen Verordnungen erlassen. Das, was heute, ich zitiere die Frankfurter Allgemeine Zeitung, linker Umtrieben und wirklich nicht verdächtig. Das, was heute so oft mit dem Beiwort toxisch versehen wird, hat das sozialdemokratisch geführte Bundesfinanzministerium aktiv befördert. Dabei war es uns stets wichtig, dass sich auch der Markt für Asset-Backed Securities in Deutschland stärker als bislang entwickelt, schrieb der damalige Abteilungsleiter Asmussen, das ist heute der Mann, der international alles regelt. Und dann schrieb also die Große Koalition in den Koalitionsvertrag, dass also diese Politik fortgesetzt wird und dass die nationale Umsetzung von Richtlinien erfolgt, 1:1, und dass nationale Spielräume im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit, das heißt eben noch weiterer Deregulierung der Finanzmärkte, genutzt werden. Das haben die alles angerichtet. Und wenn man sie jetzt reden hört, meint man, sie hätten mit all dem nichts zu tun. Ich habe ja zum Beispiel heute wieder gehört, und ich wundere mich, dass eine aufgeklärte Öffentlichkeit das alles mitmacht, dass die SPD wieder erklärt, sie wolle jetzt endlich Managergehälter begrenzen. Ja, das hören wir doch jetzt schon 4, 5, 6 Jahre. Das ist allmählich nicht mehr zum Aushalten. Dort, wo sie was zu sagen haben bei der Bahn oder etwa auch bei der KfW oder sonst, machen sie das Gegenteil. Sie führen die Öffentlichkeit in die Irre. Sie wagen es überhaupt nicht, Managergehälter zu begrenzen. Und ich höre, dass die SPD jetzt die Börsenumsatzsteuer einführen will. Ja, das haben wir jetzt Jahr für Jahr haben wir das immer wieder gefordert. Wir wurden als Populisten beschimpft. Das sei also alles richtig dämlich, solche Vorstellungen. Jetzt fördern sie auf einmal die Börsenumsatzsteuer. Was mich nur wirklich bewegt, ist, dass solche Politik der SPD eben auf einer Lüge aufgebaut ist. Auf der Lüge nämlich, dass man ernsthaft daran gehe, diese Versprechungen auch umzusetzen. Und diese Lüge ist so auszumachen, sie fordern wieder Wunderbares vor der Wahl wie vor der letzten Wahl. Sie fordern eine Vermögensteuer. Sie fordern eine Millionärsteuer vielleicht auch noch irgendwann. Sie nennen das nur anders. Sie fordern jetzt die Börsenumsatzsteuer, die Begrenzung der Managergehälter. Und sie sagen gleichzeitig, sie wollen eine Koalition mit der FDP. Das ist doch nur Wählerbetrug und nichts anderes. Glaubt denn irgendjemand, mit dieser Partei könnte man eine einzige dieser Forderungen erfüllen oder realisieren? Aber zurück zur europäischen Ebene. Wir haben heute einen Brief bekommen von dem Vorsitzenden der IG Metall, von Berthold Huber, in dem schreibt er, und das möchte ich hier dann doch vorlesen, Lothar und ich haben diesen Brief bekommen, die Politik der EU-Kommission und die Rechtsauslegung des Europäischen Gerichtshofs haben sich in den letzten Jahren vom Pfad zu einem sozialen Europa entfernt. In Europa haben wirtschaftliche Freiheiten in vielerlei Hinsicht Vorrang vor sozialen Grundrechten. So hat der Europäische Gerichtshof in einer Serie von Entscheidungen den Binnenmarkt über elementare Rechte wie das Streikrecht, die Tarifautonomie gestellt und das Prinzip gleiche Lohn- und Arbeitsbedingungen für gleiche Arbeit am gleichen Ort ausgehöhlt.
Die Kommission hat Eckpfeiler der Mitbestimmung angegriffen, erinnert sie an das VW-Gesetz. Diese Politik ist für die Europaskepsis verantwortlich, die zum Beispiel bei Volksabstimmungen oder Wahlbeteiligung deutlich wird. Ist das ein Europafeind, der Vorsitzende IG Metall? Sind wir Europafeinde, wenn wir eben sagen, wir können einem Vertragswerk nicht zustimmen, das die Tarifvertragstreue aushöhlt, das die Mitbestimmung aushöhlt, das das Streikrecht aushöhlt? Ist das etwa europafeindlich? Welchen Begriff von Europa haben die eigentlich? Wir meinen es ernst mit einem demokratischen Europa. Und wenn die Arbeiterbewegung an Demokratie denkt, dann denkt sie auch jawohl an das Streikrecht. Das ist doch Kern unserer Tradition. Und deswegen sage ich hier noch einmal, an Europa wäre auch eines für Deutschland interessant, dass eben der Generalstreik, der politische Streik zur europäischen Institution endlich wird, damit die Beschäftigten sich zur Wehr setzen können. Es geht hier tatsächlich um die Auffassung von Europa. Für mich ist Europa ein kultureller Begriff, um das mal zu sagen, in erster Linie. Für mich ist Europa zunächst mal die europäische Literatur. Für mich ist Europa zunächst mal die europäische Musik. Für mich ist Europa zunächst einmal die europäische Architektur. Was wäre denn Europa ohne die großen Bauwerke in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft? Und deshalb war es richtig, dass Jean Monnet einmal gesagt hat, wenn ich es nochmal zu tun hätte, dann würde ich mit der Kultur anfangen. Ein ähnliches Zitat hat ja Lothar heute gehabt, von Barroso auf Englisch vorgetragen. Jean Monnet hat diese, wenn man so will, Selbstkritik lange Zeit vorgetragen, weil er eines eben gesehen hat, dass diese europäische Idee verkam zu einer ökonomischen Freihandelsgesellschaft. Das wollten die Gründerväter der europäischen Gemeinschaft nicht. Sie wollten eine andere europäische Idee. Sie wollten ein Europa des Friedens, ein Europa der Mitbestimmung und der kulturellen Vielfalt. Um das zu belegen, zitiere ich einmal Theodor Heuss aus dem Gedächtnis. Er hat einmal sehr früh gesagt, wir Europäer, wir blicken auf das Kapitol, wir blicken auf die Akropolis, wir blicken auf Golgatha, wir blicken auf drei Hügel. Das Kapitol steht eben für die Res Publica und das ist eine wirklich große demokratische Verpflichtung. Die Akropolis steht für die Demokratie und für die Tradition der Stadtstaaten. Und Golgatha steht für eine Idee, für eine Religion, in der einer sein Leben ließ, um andere zu erlösen. Wir sind nicht hier dazu da, eben für eine Religion zu werben. Wir sind auch nicht da, irgendwelche religiösen Botschaften zu verkünden. Aber wenn man schon den Gottesbezug in die europäische Verfassung schreiben wollte, dann muss man denen ins Stammbuch diktieren, das Christentum ist eine Religion der Nächstenliebe und nicht eine Verpflichtung zu Sozialabbau und zu Krieg. Nein, das ist nicht gemeint damit. Man kann nicht Gott in die Verfassung schreiben und dann so handeln, wie hier gehandelt worden ist. Es geht jetzt zur Aufstellung der Listen. Ihr fiebert sicherlich alle auch schon, die Listen aufzustellen. Daher möchte ich als Parteivorsitzender einige Bemerkungen noch dazu machen. Die Listen haben deshalb eine Bedeutung, weil sie auch unser Zusammenwachsen weiter befördern sollen. Deshalb haben wir versucht, auszutarieren zwischen Ost und West und zwischen Frauen und Männern. Das war nicht irgendwie willkürlich und der Bundesausschuss hat sich diese Idee zu eigen gemacht. Und deshalb ist meine Bitte hier an die Delegiertinnen und Delegierten, die also zu bestimmen haben, jeder kann bei uns kandidieren. Ich sage gleich noch etwas zu meiner angeblichen, wie soll ich einmal, Verruchtheit, dass ich Kandidaturen hier hintertrieben habe. Jeder kann bei uns kandidieren. Aber bitte stellt dieses Raster nicht in Frage. Insbesondere wäre es nicht gut, wenn eben weiter eben Kandidaten aus dem Osten, Westkandidaten von der Liste fegen würden. Das fördert nicht das Zusammenhalt. Bitte unterlasst das. Ost gegen Ost oder West gegen West, aber nicht anders. Das ist nämlich ein Ansatz, die Delegierten auseinanderzutreiben. Das kann doch niemand hier ernsthaft wollen. Und dann habe ich gelesen in vielen Zeitungsartikeln, dass sich die Kandidatur von bestimmten
Genossinnen und Genossen hintertrieben habe. Es soll hier ein einziger Landesverband aufstehen oder ein Kreisverband und sagen, auf diesem Kreisverband oder Landesverband hat der Bundesvorsitzende gesprochen und Empfehlungen für irgendeine Kandidatur abgegeben. Ich frage mich manchmal, wer solche Verleumdungen und Geschichten immer wieder in die Presse bringt. Bitte, das trägt nicht zum Zusammenhalt bei. Ich habe es nicht notwendig, um das in aller Klarheit zu sagen, durch die Bänke zu rennen und pro X und gegen Y oder so zu reden. Wenn ich etwas zu sagen habe, dann trage ich das, so kennt ihr mich, mit offenem Visier aus. Ich habe hier weder diese Kandidatur hintertrieben, noch jene Kandidatur besonders gefördert, um das mal in aller Klarheit zu sagen. Dass mancher in der Presse dann, wie soll ich einmal sagen, nicht mehr so glücklich ist, wenn er dahinter käme, dass das tatsächlich so ist, das ist ja in Ordnung. Aber für unseren Zusammenhalt ist doch eines Grundlage, dass wir miteinander fair umgehen. Ich sage noch einmal, wir setzen uns in der Sache auseinander. Wir sind eine plurale linke Partei. Und selbstverständlich ist es möglich, dass auch Minderheitenansichten geäußert werden. Die brauchen wir sogar. Denn wenn wir immer nur alle dasselbe denken würden, wäre es verdammt langweilig. Aber in unserer Partei entscheiden Mehrheiten. Es ist nun mal so. Und das sollte dann auch jeder akzeptieren. Liebe Freundinnen und Freunde, ich möchte daher zur Liste kommen und schlage für die Spitzenkandidatur Lothar Bisky vor. Ich begründe dies mit zwei Argumenten nur. Ihr alle kennt Lothar Bisky, deshalb nur zwei Argumente. Erstens: Ohne seinen erneuten Antritt im Jahre 2003 in der PDS wäre das, was wir heute alle gemeinsam erarbeitet haben, nicht möglich gewesen. Deshalb sind wir dir zum Dank verpflichtet. Das war ein historisches Datum unserer neuen Linken in Deutschland. Und zweitens, dass in Gesamteuropa wieder diskutiert wird über Alternativen zur Sozialdemokratie, zu einer Sozialdemokratie, die den Sirenengesängen des Neoliberalismus erlegen ist. Das ist nicht zuletzt auf deine Arbeit als Vorsitzender der Europäischen Partei Die Linke zurückzuführen. Auch dafür ist dir die gesamte europäische Linke zum Dank verpflichtet. Liebe Freundinnen und Freunde, tragen wir die Auseinandersetzungen fair aus. Das ist so bei Wahlen, der eine wird gewählt, der andere wird nicht gewählt. Die eine wird gewählt, die andere wird nicht gewählt. Das ist eine demokratische Entscheidung, da muss man keine großartigen Richtungsentscheidungen oder sonst etwas darunter vermuten. Ich habe versucht, jetzt zu argumentieren, was unsere Idee von Europa ist. Aber eines ist für die Linke immer entscheidend, dass sie eben die Forderung nach Demokratie und Solidarität nicht nur nach außen erhebt, sondern im Inneren praktiziert, dass sie solidarisch miteinander umgeht. Und wenn man so will, alles, was mit Arbeiterbewegung verbunden ist, ist in erster Linie eben in Europa hier groß geworden und groß geworden, ja. Und deshalb meine ich, dass wir eine besondere Verpflichtung haben, wir als Europäische Linke, dafür Sorge zu tragen, dass das Erbe derjenigen, die vor uns für linke Politik geworben haben, endlich in Europa vorangebracht wird. Deshalb sage ich, wir führen einen Wahlkampf für ein soziales, für ein friedliches, für ein demokratisches Europa, zusammen mit Lothar Bisky und allen, die unser Mandat erhalten.